Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge MechWarriors 5 Heroes of the Inner Sphere. Wir sind das letzte Mal hier in Pinnacle stehen geblieben und wir müssen weiter Ruf sammeln bei Kurita. Wie machen wir das am besten? Hier unten gibt es eine Quest mit hoher Belohnung. Das sieht ziemlich gut aus. Aber vorher werfen wir mal noch einen Blick auf unsere Mechs. Wir hätten hier einen Jenna mit M-Laser, KSR-4, M-Laser, okay. Sie sieht gut aus. Den Spider, den können wir mal... Ich bin eigentlich zufrieden, so wie die Mechs derweile sind. Die SRM-6 Stream könnte man vielleicht mal noch umändern, weil das eine Stufe Nuller ist. Aber ich glaube, wir haben gar nicht die passenden Werkzeuge hier, um das zu tun. Piloten. Hier ist ein Stufe 30er. Der sieht tatsächlich ganz nett aus. Der könnten wir für Shui Hayato Ito mitnehmen, weil der ist nur ein 23er. Ich denke, das machen wir auch. You put something in my sights, I'm taking it down. Dann nehmen wir Captain Bowles mit an dieser Stelle. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Leute sind zu viel. Wir müssen Geld sparen, deswegen tschüssi. Du hast gute Dienste uns erwiesen, aber dich nehmen wir nicht mehr mit. Gut, um hier runterzukommen nach Bredlitz, würde ich vorschlagen, gehen wir hier einmal zu Last Frontier. Hier kämpfen wir für das Haus Kurita gegen die Peripherie-Region. Und da gibt es auch ein paar Mechs, gegen die wir kämpfen, die wir zerstören müssen in unseren Jobs. Ich denke, das ist vernünftig. Das machen wir so. Wusch. Geil. Los geht's. Da fliegt unser kleiner Panther. Vielleicht sammeln wir ja einen Javelin auf und wir müssen diese Mechs zerstören. Noch ein paar Panzer und noch ein paar Sprungdüsen. Gut, eine Übertragung. Interessenvertretung zwischen den Systemen. Wohltätigkeitskampagne. Okay. Interessenvertretung zwischen den Systemen. Intersystem Advocacy ist eine nichtstaatliche Wohltätigkeitsorganisation. Wir sind Menschenrechtsverteidiger, die über die gesamte innere Sphäre hinweg arbeiten. Und mit den vom Krieg gezeichneten Welten sind wir manchmal genötigt, Söldner für diese Arbeit anzuheuern. Eine Sea-Mission mit humanitärer Hilfe, die wir in die von Dürre und Hunger betroffenen Kurita-Welten in der Nähe der Peripherie gesendet haben, ist verloren gegangen. Obwohl die Hilfsbesatzung sehr groß war und aus 12 freiwilligen Krankenschwestern und Ärzten bestand, verschwand ihr Sprungschiff und ist schon längst überfällig. Bericht zu erstatten. Wir haben 2 Berichte von Piratenaktivität in der Nähe einer bekannten Banditenhochburg in der Region erhalten, wo das Schiff verschwand und obwohl dies Falschmeldungen sein können, sind es die einzigen Anhaltspunkte, die wir an dich weitergeben können. Wir möchten, dass du die Piratenstützpunkte angreifst und unsere Bergungsbesatzung werden alle Daten, die du entdeckst, analysieren, was dir dabei hilft, zu bestimmen, was unseren vermissten Helfern passiert ist. Nehmen wir an. Gibt bestimmt netten Loot. Aber das ist, denke ich, genau, das ist hier in Bredlitz, das, was ich schon im Auge hatte. Und hier hinten im Polseningo. Ja, wir werden diese beiden Missionen auf jeden Fall dann noch wahrnehmen. Aber als erstes, um unsere Reisekosten zu bezahlen, hier in Last Frontier, einen Auftrag, einen Überfall. Tote Luft für Haus Kurita, Schwierigkeit Stufe 9, blühende Schlucht, wunderschönes Biom und wir gehen auf Salvage und Geld und Schadenskompensation. Ja gut, wir können alles voll machen, nice, sehr cool. Ich möchte mal nochmal den Spider-Mac spielen. Einfach, weil ich ein Gefühl dafür kriegen will, wie gut er performt und was wir umbauen können. Kommando hat keinen Piloten. Captain Bowles, habe ich gehört. Kann auch extrem gut mit Raketen umgehen, deswegen perfekte Wahl für den Kommando.
denn der besteht ja fast nur aus Raketen. Gut, noch ein Laser, aber Laser war er jetzt auch nicht so schlecht. Schauen wir mal, was die Mission bringt. Da steht auch schon unser Kommando. Was könnten wir für Max sammeln? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Tonnage. Wir sind noch sehr, sehr leicht unterwegs. Und das würde ich gerne ändern. Make your way to the marked nav points and take out any target identified at the location. We'll come back for extraction once all targets have been neutralized. Da dachte ich, kann ich mich durchquetschen, kann ich aber nicht. Wir gehen hier direkt straight auf die Basis zu, in der Hoffnung, dass wir hier schnell und einfach, ja, die Gegner eliminieren können. Walk on up to the treasure to pick it up. Okay, wir haben direkt einmal Schrott gefunden. Wir haben ja Maschinengewehre und Laser. Okay. 7 M-Laser Short Burst. Boah. Mit so einem schnellen Mech muss man sich erstmal dran gewöhnen. Urban Mech. Alle drauf. Der hat eine Burst Fire AK. Boah. Ich hätte gerne die AK raus. Die macht nämlich unfassbar viel Schaden. Haben wir geschafft. Cool. Schön. Den haben wir erstmal so gut wie kampfunfähig gemacht. Nice. Da haben wir aber noch einen Urban Mech. Urban Mechs sind halt kleine, harte Blechdosen, die extrem viel Schaden machen und uns an dieser Stelle auch schon fast unseren Center Torso gezogen haben. Jungs, könnt ihr hier noch was gegen tun? Oh nein, nicht festhängen. Festhängen ist ganz ungünstig. Au, au, au. Noch aufpassen, dass man hier nicht den eigenen Mann mit erwischt. Captain Baus macht auf jeden Fall schon mal ein bisschen Damage an unserem Mech. Das finde ich jetzt nicht so cool. Wir bleiben jetzt hier einfach stehen und zergen ihn nieder. Perfekt. Captain Bowles. Zum Kommando. Nee, jetzt kopiere an dem Kommando nicht direkt irgendwelche. Nicht irgendwelchen Schritt, Mann. Ah, immer diese Leute, diese unfähigen. Das ist der Grund, warum ich eigentlich immer die leichten Mechs spielen möchte. Okay, erstes Ziel erreicht. Hier hinten ist noch ein Turm. Flog eine Baumkrone durchs Bild, auch nicht schlecht. Okay. Nice. Haben wir. Ja, wir machen uns hier einfach aus dem Staub. Schnell rein, schnell raus. Shoot and run. Perfekt. Unsere Leute haben eh schon wieder gut Schaden gekriegt. Den M-Laser verloren. Ist das ein Ernst? Gut, M-Laser haben wir noch ein paar auf Lager. Trotzdem. Unnötig teuer hier. Ja, ich bin bei dem Mech auf jeden Fall kein Fan von den MGs. Da bin ich am Überlegen, ob wir die MGs rausschmeißen und dafür irgendwas mit ein bisschen mehr Wumms reinhauen. Außerdem haben wir genug Hitze, Ableitung. Sprich, wir haben auch kein Problem mit Wärme. Was können wir hier mitnehmen? Wahrscheinlich alles.
Ja, wir können alles mitnehmen. Okay. Kommando wurde etwas zerstört, aber wir haben ja genug Kompensation durch den Auftrag bekommen. Das heißt, der Kommando wird gerefittet, alles reparieren, braucht einen neuen Laser. Den soll er bekommen. Der Vulcan wird einfach nur repariert. Der Spider. Können wir hier einen Refit machen? Also, die Maschinengewehre raus, inklusive Munition. Haben wir 2 Tonnen. AK-2 Burstfire. Ah, die wiegt halt 6 Tonnen. Ich glaube, das können wir noch nicht machen. Wenn wir ein leichtes Geschütz finden, ein leichtes Geschütz würde uns hier sehr helfen. Dieses hier zum Beispiel. Können wir uns leisten. Kaufe ich mal. Packe ich hier rein. Haben wir 1 Tonne zu viel. Weil es wiegt 3 Tonnen. Und wir brauchen einmal Munition dafür. Packen wir da rein, sind wir 2 Tonnen zu schwer. Nehme ich hier einen Wärmetauscher raus. Das ist okay. Und ein RAS sollte reichen. Ein RAS sollte reichen. So, und dann... Oder... Nee, das RAS machen wir wieder rein. Ich versuche ihn mal komplett ohne Wärmetauscher zu spielen. Das könnte natürlich jetzt sehr, sehr warm werden. Aber wir probieren das aus. Ist ein Hero Mag. Hallo? Wird er ja wohl abkönnen. Gut, und dann ist unser nächstes Ziel Polenzio. Statt Prettlitz gehen wir direkt nach Polenzio. Go, go! Alle sind fertig, alle sind repariert. Können wir ja jetzt diesen unabhängigen Leuten gegen die Piraten helfen, die hier eine wunderschöne Wohltätigkeitsorganisation aufstellen wollten und Leuten helfen wollten. Das ist ja niemals eine verkehrte Sache. So. Gibt es hier auf dem Markt irgendwas, was ich besonders gerne hätte? Ne, an dem Punkt sind wir tatsächlich noch nicht. Okay, dann auf zum Auftrag. Schwierigkeit Stufe 15. Wir könnten 160 Tonnen mitnehmen. Hm. 160 Tonnen. Wir haben uns eben schon recht schwer getan. Jawohl, eigentlich nicht. Ah, lass uns probieren. Das wird schon passen. Interessenvertretung. Richtig viel Loot können wir hier eh nicht mitnehmen. Obwohl, 15 reicht eigentlich. Überfall. Ja, komm, 15. Wir haben 30 Tonnen zu wenig. Da das nicht so eine Pille-Palle-Mission ist und ich nicht will, dass der Kommando wieder voll auf die Nuss kriegt, tauschen wir hier einmal. Der ist hier, bleibt allerdings hier drin, weil er Raketen gut kann. KSR-4 macht viel Schaden. Laser, naja, 1 von 4, da hat er noch Potenzial. Hat viel Evasion. Hat ihm eben auch nichts gebracht, aber... Nee. Irgendjemand muss ihn ja fahren. Und wir nehmen den Kommando und haben damit einen richtig dicken Alpha-Strike. Doing so should hopefully expose some sign of the missing volunteers. Okay, wir gehen zuerst auf diese Base da. Weil man die sicher einzeln triggern kann. Wenn man eben gemerkt hat, da haben wir dort bei der ersten Mission, die wir gerade gemacht haben, beide Bases gleichzeitig getriggert. Deswegen hatten wir auch direkt 2 Mechs. Gut, das ist jetzt noch ein paar Schwierigkeitsstufen höher, 5 um genau zu sein. Ja, Daumen drücken, dass es nicht zu hart wird. Aber wir schaffen das. Theoretisch sind wir auch so schnell einfach hit and run. Nice. Wenn ich jetzt noch treffen würde. Ah ja, moin. AK-10. Alle hier drauf, bitte. Können wir hier bitte dran vorbeigehen? Dankeschön.
AK-10 ist raus. Das geht halt mit dem Kommando deutlich besser als mit dem Spider. Da kann man halt einfach mal mit einem Burst die AK rausnehmen. Das ist sehr viel wert. Hier sind wir nochmal knapp an dem Overheat vorbeigeschrammt. No! Oh, gerade noch so drauf gelaufen. Das hat uns nochmal Schaden gemacht. Gut, das haben wir geschafft. Wärme ist kritisch. Unser Torso und unser linkes, nee, rechtes Bein ist schon arg angekratzt. Nee, nicht perfekt. Kommen wir hier irgendwo durch? Jo. Okay. Vorsichtig weitergehen. Ja, da oben ist noch ein kleine Nervensäge. Da oben ist auch noch eine kleine Nervensäge. Könnt ihr bitte den Vitol aus dem Leben pusten? Danke. Und jetzt folgt mir. Folgt mir auf zum nächsten Ziel. Hier sind Türme. KSRs machen tatsächlich auch Schaden, wenn sie runterfallen. Deswegen versuche ich hier gerade noch den Turm von hier zu treffen. Trotz dessen, dass ich aus der Reichweite bin. Oh, der hat mich gerade mega erschrocken. Wo kam der denn plötzlich her? Schon wieder ein Urban Mac. Aua, nicht dagegen laufen. Aua. Haben wir die B? Ja, wir haben die. Wir haben sie noch bekommen. Wir haben sie noch bekommen. Das war der Shutdown wert. Wert. Uah. Okay, dann kümmert ihr euch um den Irby. Ich kümmere mich hier ein bisschen noch um kleineres Gedöns. Der Kommando hat halt echt ein kleines Wärmeproblem. Das ist nicht so cool. Aber wir können auch nicht mehr Wärmetauscher einbauen, weil wir haben einfach nicht die Tonnage im Mac. So, haben wir das Gebäude jetzt? Ja. Haben wir. Sehr schön. Dann haben sie auch in der Zwischenzeit den Irby. Ein kleiner, leichter Panzer ist noch da. Unten ein Turm. Haben wir. Da ist die nächste Basis. Target destroyed. So wünschen wir uns das. Immer ein wenig aufpassen, dass wir hier die ganzen kleinen rausnehmen. Noch ein Urban Mag, krass. Aber der ist so weit weg und so langsam. Ich glaube, den können wir sogar ignorieren. Das bringt uns eh nichts außer Schaden. Ah, wir müssen an ihm vorbei. Und ein gegnerisches Dropship kommt auch noch rein. Das heißt, wir machen uns hier aber so schnell wie möglich aus. Wir machen uns hier so richtig schnell wie möglich aus dem Staub. Okay, da kommt unser Dropship. Okay, den Irby können wir tatsächlich einfach so rausnehmen. Hat uns den Rücken zugedreht. Jena, nicht interessant. Raus hier, bevor wir zu viel Schaden nehmen. Und das lief doch ganz gut dafür, dass das jetzt 5 Stufen höher war. Keine Anzeichen von Freiwilligen hier gefunden. Nee. Hoffentlich geht's denen gut. Aber wir konnten hier eine gute Mission abschließen. Salvage bringt uns leider nicht so viel, weil Urban Max. Nee. Muss tatsächlich gestehen, ich habe noch nie einen gespielt, aber so langsam, wie die aussehen auf der Stufe. Ich glaube, das will ich auch nicht wirklich. Vielleicht mal einen Hero Mag zum Ausprobieren.
Aber den nehmen wir rein für Money Money mit. Gibt es ansonsten hier interessante Sachen? Eher nicht. Dann nehmen wir noch die AK-2s mit. AK-5, LSR-10, Medium Laser. Haben wir wieder aufgefüllt. Den er vor uns mit dem Kommando verloren hat. Vulcan macht richtig gut Schaden. Das ist schön. Gut. Erfolgreiche Quest, würde ich sagen. Uns fehlt noch eine Störereinheit. Und du kommst in Cold Storage. Ja, da kostet er nämlich kein Geld. So. Reparaturen sind am Laufen. Und das heißt, wir können nach Predlitz gehen. Predlitz, wie auch immer. Das sind gute 150.000, aber ja. Wenn die Leute unsere Hilfe brauchen, dann kommen wir natürlich auch. Ja, haben wir uns ja nett gefragt. Bezahlen uns, warum sollten wir dann nicht helfen? Easy. In der Hoffnung, dass wir hier die Ärzte und Schwestern wieder einsammeln können. Hier gäbe es einen Phoenix Hawk, allerdings für das komplette Geld, was wir besitzen. Und dann auch nicht die Version, die ich will. Deswegen nein. Ja, Aufträge. Wohltätigkeitskampagnen Nummer 2, wie auch immer. Wir nehmen wieder Schrott. Und da wir jetzt gleichgültig sind, können wir sogar noch einmal Geld mitnehmen. Ist wieder ein Überfall. Ja, dann nehmen wir ein bisschen mehr Geld, ne? Warum nicht? Jenna, Vulcan. Ich finde, das hat ganz gut funktioniert, die Konstellation. Ja, ich den leichtesten Mech, kann so ein bisschen Schaden abwenden vom Mech, indem ich hier und da ein bisschen ausweiche. Klar, nicht alles. Ich habe wieder den meisten Schaden von allen. Naja, bei der Mission davor war es anders. Okay, klingt nach einem Plan. Aber vier Basen. Das ist wieder eine harte Mission. Schauen wir mal, ob wir wieder nur mit kleineren Reparaturen hier nach Hause gehen. Auf jeden Fall haben wir direkt ein wenig Schrott. Oh ja. 15.000 Credits. Okay. Kein Equipment dafür, aber 15.000 Credits ist schon okay. Take it. Und wir stampfen durch die Einöde. Dalidu. Aber wir sind ja schön schnell unterwegs. Das passt. Wie sieht es mit Night Vision aus? Hier könnte man tatsächlich überlegen, mit Night Vision zu spielen. Wir haben hier einen Urban Mag. Den müssen wir wieder rauskriegen. Während ich mich hier um die leichten Sachen kümmere. Haben wir. So, Urban Mag. Haben wir ihm hier noch einen Alpha Strike mitgegeben? Ich kümmere mich hier noch um das kleine Gedöns. Ich muss auf meine Hitze wieder aufpassen. Und wir triggern schon die nächste Base. Das ist nicht so clever. Reicht jetzt? Go, 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 go! Okay, Amber. Wir könnten natürlich noch ein bisschen warten, dass ich meine Hitze abgebaut habe. Vollen Hit abgekriegt. Manticore. You need to go, my friend. Er ist immer noch nicht raus, ist das dein Ernst? Jetzt aber. Alle auf den Urban Mag. No, jetzt kann er
zwar zu viel des Guten. Chit. Ah, wir sind schon ganz schön gut gebumst hier. Target destroyed, sehr schön. Wir brauchen in dem Make auf jeden Fall bessere Waffen. Weil höherstufige Waffen produzieren auch weniger Hitze. Und damit brauchen wir auch weniger Hitzeabbau. Hostile Dropship inbound, habe ich das gerade richtig verstanden? Wir haben noch zwei Einrichtungen vor uns. Gut, das könnte hart werden. Wir sind schon gut angeknuspert, sage ich mal. Sowohl hitzetechnisch als auch panzerungstechnisch. Unser Jänner auch. Okay, das haben wir weg. Vulcan sieht. Oh, der Santa Torso hat auch schon was mitgemacht. Hallo? Könntest du das bitte sein lassen? Gibt es hier vielleicht noch Loot für die Welt? Nope. Ein Jänner von hinten. Lasst uns zuerst um den kümmern. Wenn der sich in unser Rücken sneakt, ist das äußerst unangenehm. So, noch ein Alpha Strike kann ich. Okay, er hat fast keine Waffen mehr. Also die Hälfte, besser gesagt, verloren. Hoppala. Ist daneben. Okay, noch um den Flieger gekümmert. Und jetzt sollten wir doch eigentlich den Jänner hier rausnehmen können. Nope. Okay. Aber er hat uns nochmal gut Schaden gemacht, tatsächlich. Aber wir haben zum Glück auch nur noch eine Base vor uns. Können wir ihn jetzt endlich rausnehmen, Jungs? Dankeschön. Jetzt langsam. Nope, nicht langsam. Da ist noch ein Urban Mac. Den will ich eigentlich nicht mehr fighten. Der ist halt so langsam, der kann uns nicht folgen. Schaden avoiden, Schaden vermeiden, soweit es geht. Gut, die Zikada ist hart. Versuche hier die Beine. Hoppala, ist das noch schlecht? Versuche hier auf die Beine zu gehen. Wie fühlt sich das eigentlich ohne Night Vision? Damit kritisch. Unser rechter Torso ist nicht wirklich happy. Aua. Haben wir aber gleich raus. Linkes Bein. No, der da wichtig. Haben wir. Hier ist noch ein Na. Don't hit me. Ich gehe derweile. No, nicht auf den Urban. Ich wollte nicht den Urban. Na gut, dann kümmert euch um den Urban. Ich will hier das raus haben, dann können wir nämlich gehen. Dann jetzt alle auf den Kommando. Okay, er ist gelaggt. Folgt mir. Marco oder was? Hier müssen wir unbedingt raus. Unser Santa Torso hatte gut was mitgekriegt. Aua. Unser rechter Arm auch. Wir wollen keine Waffen weiter verlieren.
Kommen wir hier irgendwie runter? Ich nehme den Weg. Leichte Mechs halten zum Glück ein wenig Sprungschaden aus. Ohne, also Fallhöhe, ohne dass sie direkt Schaden auf die Beine bekommen. Das ist ganz angenehm. Okay. Schauen wir mal, ob sie das gefunden haben, was sie wollten. Auf jeden Fall haben wir leider, vielleicht bekommen wir die Zikada. Die ist zwar nicht krass gepanzert, aber sie ist relativ schnell und schwer. Also schwer in unserem Verhältnis sind halt 40 Tonnen. Aber nein, kommen wir nicht. Eine PPK haben wir noch nicht, eine LSR 10 auch nicht. KSR 6 ist immer gut zu haben als Austausch. KSR 2, nope, brauchen wir alles nicht. Dann nehme ich noch die AK-5 mit und hier noch die beiden M-Laser. Sprungdüsen. Und dann geht's weiter. Ja, aber alle im Rahmen. Wir haben einen Job fertig, und zwar die Störereinheiten beanspruchen. Erweiterte Sensorreichweite. Sehr schön. Hab ja schon das zweite. Wir haben bessere Raketen und erweiterte Sensorreichweite. Das geht doch voran. Und ich würde sagen, wir reparieren einmal. Halt, stopp. Der Kommando hat ja nichts verloren. Nice. Übertragung anzeigen. Wohltätigkeitskampagne Teil 2. Diese Banditen haben unsere Helfer nicht gefangen genommen. Abgefangene Nachrichten, die über die Basen der Verbrecher übertragen wurden, zeigen, dass einheimische Zivilisten unser Team aufgenommen haben, weil sie das Geheimnis des Planeten entdeckt haben. Nach dem Fall des Sternenbunds und dem Beginn der ersten Nachfolgekriegs haben die kriegsführenden Herrschaftshäuser die Kriegsführung ergriffen. Die durchgehende Verwendung von Atom-, Bio- und Chemiewaffen der Massenvernichtung bereinigte zahlreiche Städte und tötete unzählige Millionen. Ganze Welten wurden unbewohnbar gemacht. Nicht bis zum Ende des zweiten Nachfolgekriegs und dem Einzug in den dritten Nachfolgekrieg, als sich der Konflikt um Jahrhunderte gestreckt hatte, hatten alle Herrschaftshäuser vereinbart, dass eine derartig uneingeschränkte Verwendung von WMDs, Warhead, bla bla bla, den Conquerors nicht außer tote Planeten hinterlässt, die sie beherrschen können. Leider haben die Zivilisten dieser Welten ein Lager von Chemiewaffen entdeckt und drohen sie gegen ihre Herrscher zu nutzen, sofern nicht alle strafenden Maßnahmen auf die Bevölkerung des Planeten aufgehoben wurden. Unsere Helfer wurden in der Ausweglosigkeit der Zivilisten gefangen. Obwohl wir Mitleid mit der Not haben, die diese Menschen erleiden mussten, können wir es nicht zulassen, dass unsere Freiwilligen sterben, und wir können es natürlich auch nicht zulassen, dass diese Waffen verwendet werden. Stoppt diese Menschen, bevor die Schrecken der früheren Nachfolgekriege in diese Welten besucht wurden. Nee. Ja, manchmal ist Lesen schwierig. Sorry dafür. Okay. Tatsächlich dort, aber ich vermute mal, dass es eine Schwierigkeit ist, mit der wir noch nicht arbeiten können. Goito, Fehlleiten, Haus Kurita und danach Engadin. Ich glaube, das werden wir so machen, weil ich brauche einen neuen Job. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Ja, machen wir so. Nach Fehlleiten und dann nach dem anderen System, dort wo die Kantine ist. Klingt nach einem Plan. Okay. Den Javelin könnte man theoretisch auch mal eintauschen. Assassin Spider, nichts Verrücktes. Meine Battlemags sind alle fertig. Dann auf zu den Aufträgen. Stufe 18, eine Zerstörung. Gegen Haus Steiner. Gegen Haus Steiner will ich eigentlich nicht kämpfen. Ich dachte, hätte ich genauer hinschauen müssen. Didim. Hm.
Dann geht es direkt nach Engadin. Wir sind ja nicht mehr so arm, wir können uns auch mal einen Sprung leisten, ohne dass wir einen Auftrag gemacht haben. Wir bräuchten halt nur mal schwerere Mechs. Das müssen ja auch nicht die besten und die schönsten Mechs sein, also die beste Konfiguration oder so. Aber ich wäre halt auch nicht die schlechtesten. 10er BF, wüsste ich jetzt nicht in welchem Mech. Leichtes Geschütz, ja. Okay, hier gibt es alles mögliche an Sprungbüsen. Brauchen wir auch alles nicht. Ich will die nicht kaufen. So viel Geld haben wir dann doch nicht. Einen Locust. Aber warte mal, wir können tatsächlich unseren Urban Mac verkaufen. Das sind immerhin 320.000. Haben wir schon mal unsere Flüge bezahlt. Und hier gibt es eine Kantine. 25 Kriegereinheiten. Das sind meistens die Warrior, die da im Himmel fliegen. 3 Javelins. Haben wir tatsächlich relativ wenige gesehen, genauso wie 2 Assassins haben wir auch wenige gesehen. Aber da sind wir bei beiden noch nicht. Ja gut, wir haben aber schon Quests. Ja, ich würde sagen, wir nehmen Kriegshund. Autocannon, ich meine, wir brauchen noch keine Autocannon 20, aber 25 Kriegereinheiten, yeah. Sieht machbar aus. Ja, komm. Take the Javelin. Kriegen richtig viel Geld dafür. Aber Moment. Wenn ich den hier reinmache, kriege ich all seine Waffen. Und ich kann ihn immer noch abgeben. Geld gespart, beziehungsweise Komponenten gesaved. Leichter Laser ist nun nicht unbedingt das Krasseste. Aber wir können unsere Laserwaffen jetzt verbessern und das ist schon ziemlich nice, weil sie ja laden schneller nach, brauchen nicht so lange zum Abkühlen, perfekt. Das heißt, wir können hier noch einen zweiten mitnehmen und ich würde sagen, drei Javelins zerstören, das kriegen wir doch auch hin. Die AK-2 Burstfire können wir auf jeden Fall verwenden, wenn wir sie denn bekommen. Goito, gegen wen unabhängig? Tja, Shadowhawk, Phoenixhawk, Vindicator, Blackjack. Wären natürlich cool, wenn wir einen Blackjack kriegen. Javelin ungewöhnlich, kriegen wir trotzdem. Häufiger Firestarter, auch ein nicer Mech. Na, schauen wir mal, was es wird. Flieg, flieg, kleiner Leopard. Mal gucken, mal schauen, was die Unabhängigen hier in petto haben für uns. Firestarter müssen wir auf jeden Fall zerstören. Kommando, Panther, Javelin. Sollte ja irgendwas bei sein. Mechmarkt, Assassin. Ja, ein Assassin, der hat so wenig Feuerkraft. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Er ist relativ schnell, aber das war's dann auch schon. In der Hoffnung, dass wir irgendwelchen Salvage kriegen. Zerstörung. Dann nehme ich tatsächlich mal einen Airstrike mit, weil das macht meistens ziemlich guten Schaden an der Base selbst. Und hier ist es wichtig, dass wir schnell rein und dann auch wieder rauskommen. Das Bild von der Spider sieht tatsächlich jedes Mal geil aus. Besser als die anderen. Blackjack würde ich tatsächlich auch ohne zu zögern nehmen. BJ1. Warum nicht? Mal gucken, vielleicht ja, sogar eine andere Variante, aber den BJ1 kenne ich jetzt aus dem Kopf relativ gut. AK-2 ist drin, mit Burstfire vielleicht sogar können wir machen. Und Laser. Das ist ein guter Damage-Output, auch über Entfernung. Gerade jetzt gegen die leichteren Ziele ist so eine Burstfire, wenn man nicht akkurat trifft, immer weil sie so schnell sind, eigentlich ganz nett. Würde ich mich sehen. Schauen wir mal, was wir treffen. Ich hoffe ja weniger Urban Max. Aber diesmal geht es auch nicht gegen Banditen. Ja, wir sorgen für etwas Feuerwerk in der Gegend. Gerade auch durch die Luftunterstützung sollte das möglich sein.
Ich werde hier als erstes mal schauen, was Phase ist. Und wenn der Luftangriff ready ist, werde ich ihn sofort auf die Station jagen. Das sollte uns guten Schaden geben. Da ist unser erster Javelin. Nice. Hey, Edgar, könnten Sie das bitte lassen? Danke. Javelin. Hatte ich hier nicht eben auch irgendwo... Ne. Wir zielen. Wir müssen hier jeden Schuss treffen bei unserem Heat Management. Okay, den Torso haben wir schon mal gecrittet. Ja, jeden Schuss treffen. Genauso sieht das aus. Okay, um den kümmert ihr euch jetzt. Hatte ich hier nicht irgendwo gerade gut gesehen? Ne, wahrscheinlich nicht. Den haben wir. So, und jetzt Luftschlag. Hier so schön in die Mitte rein. Und jetzt haben wir hier ein bisschen Feuerwerk. Geil. So wie sie es gefordert hatte, Rainer. Können wir hier ein bisschen für Feuerwerk sorgen. Das hat tatsächlich nicht so viel Schaden gemacht, wie ich erhofft hatte, aber immerhin. Ja, du. Aber durch Wände können wir tatsächlich nicht gehen. Hier noch ein bisschen Schaden anrichten. Schön Munition sparen, irgendwo durchgehen. Das ist okay. Was ist auch relativ groß, muss man recht viel Schaden anrichten. Okay. Wir müssen allerdings nicht so viel schießen. Das bringt nur unsere Hitze so hoch. Wir laufen hier einmal durch so ein Gebäude durch. Boah, sieht man nicht viel, aber wir sind auch ganz schön geslowt dabei, aber wir kriegen keine Hitze. Ja, wir brauchen schon ein Parkhaus, ne? Den Enforcer. Ja, warum nicht Enforcer? Entschuldigung dafür. Hat sich irgendwas im Hintergrund geöffnet. Gehen wir mal wieder in die Cockpit-Sicht. Alle auf den Enforcer drauf. Ich kümmere mich um die Panzer. Manticore. Hält ein bisschen mehr aus. Deshalb hat er auch ein bisschen mehr abbekommen. Normalerweise reicht ja so ein Schlag aus einem Laser und einem KSR-Werfer. Ein Large Laser muss ich jetzt nicht unbedingt abbekommen, genauso wie die AK-10. Und deswegen gehen wir natürlich auch erstmal in Überhitzung, weil dann trifft er mich besonders schlecht. Gleich nochmal. Aber das hat ihn die Beine gezogen. Perfekt. Legt das nicht auch schlafen. Können wir hier noch ein bisschen Schaden anrichten und dabei abkühlen. 9% noch. Gehen wir mal hier durch. Zack, zack, ab, zack, zack. 2% noch. 0% noch. Raus. Das war ziemlich gut. Hier könnte man tatsächlich einen schwereren Mech rausziehen. Das wäre natürlich cool, wenn man das... Achso, das hat sie direkt eingesammelt, weil es unterm Dropship ist. Nice. Hehe. Da haben wir die erste Kriegereinheit noch mitgenommen. Die Toll Warrior.
Perfekt. Vielleicht mit ein bisschen Glück kriegen wir jetzt einen Enforcer. Zwar auch kein brachial geiler Enforcer, aber... da haben wir noch eine Stream KSR bekommen. Wir bekommen einen Javelin. Ja, okay. Das ist einer, den wir, so einer, den wir gerade verkauft bzw. abgegeben haben. Hätten wir mal noch gewartet. Eine AK-10, okay. LSR-10 haben wir, einen schweren Laser können wir mal mit. AK-10, dann nehmen wir lieber die AK-5 mit. Schweren Laser haben wir nämlich auch noch nicht. Okay. Der Jenner hat tatsächlich gut eins aufs Auge gekriegt. Hoffen wir mal, dass da nichts kaputt gegangen ist. Mittelschwerer Laser. Gut, es hätten auch zwei sein können. Von daher bin ich noch zufrieden. Und von denen haben wir ja auch noch ein paar auf Lager. 39.000, 10 Tage. Ja, das ist okay. Die Spider können wir einfach reparieren. Genauso wie den Vulcan. Nice. Kommando auch. Und den packen wir in die Kühlung. Ja, hat man schon schlechter. Dann ab nach Spital, da können wir für Haus Steiner einen Auftrag machen. Für Haus Steiner will ich tatsächlich auch einen Auftrag machen. Weil mit Haus Steiner, mit dem lyranischen Commonwealth verbündet zu sein, das kann nie schaden. Die Typen sind halt richtig gut, haben geile Mechs. Und da kann man schon mal was für tun. So. Mechmarkt, ein Locust. Ja, okay. Den brauchen wir nicht. Aufträge. Hui, hui, hui. 3-Missionen-Operation. Ha? Ist klar. Und sogar eine 4-Missionen-Operation. Das ist mit unserem derzeitigen Loadout nicht machbar. Wir haben nur 4 Mechs. Wie sollen wir eine 3-Missionsoperation machen? Wenn wir wenigstens 6 hätten, wo wir immer die schwerstbeschädigsten alternieren können und in die Missionen brauchen auch immer Tage und die reichen meistens aus, um die Mechs, die am schwersten, also die man dann repariert in dieser Zeit, wieder fit für den nächsten Einsatz zu bekommen. Aber mit 4 Mechs? I don't think so. Deswegen kümmern wir uns um Haus Kurita, aber es ist gegen Haus Steiner. Dann müssen wir nach Spital später nochmal kommen. Ich meine, wir kommen hier eh vorbei. Wir können ja mal reinschauen, was die für einen Schwierigkeitsgrad hat, um die einzuordnen. Aber ich glaube, die ist für uns derzeit nicht machbar. Schauen wir einmal kurz rein. Cool, 160 Tonnen, Schwierigkeit 15. Das sollte machbar sein. Gegen Banditen? Dann machen wir die noch. Wir haben endlich herausgefunden, was mit unseren Freiwilligen passiert ist. Zerstört die antiken Ruinen, in denen chemische Waffen untergebracht sind, und vergrab sie auf absehbare Zeit unter unzähligen Tonnen Gestein und Metall. Wenn die Massenvernichtungswaffen aus dem Bild sind, können wir die Einheimischen davon überzeugen, unsere Leute aus der Haft zu entlassen. Gut, da tun wir noch zum Ende eine gute Tat. Viel Schrott gibt es nicht. Lohnt sich das überhaupt? Dafür kriegen wir keinen Mech, den wir wollen. Dann, das ist eine Zerstörungsmission. Dann nehme ich hier so einen Luftschlag mit. Bisschen Geld, bisschen Schadenskompensation. Weil mit 9 Schrott, ganz ehrlich, egal. Ja, Kommando. Ich muss den Kommando spielen, ansonsten ist er immer wrecked. 30 Tonnen zu wenig. Let's go! Können wir beim nächsten Mal tatsächlich noch schauen, ob wir ihn ein bisschen refitten können und bessere KSRs einbauen. Können wir eigentlich gleich noch mal schauen, ob wir hier bessere KSRs für ihn haben. Wenn ich von Streak auf normale KSR umstelle, kann ich hier die Wärme von 4 auf 3 ändern und von hier von 2,7 auf 2,5.
Ja, machen wir dann vielleicht nächste Runde. Weil er hat halt echt ein Hitzeproblem und jede Hitze, die wir hier rauskriegen, könnte helfen. Streak oder nicht Streak ist hier die Frage. Entschuldigung. Ui, das hat mich ein bisschen überrascht. Reactor online. Sensors online. Weapons online. Wir sind ready. Time. So apparently the local populace have been hoarding ancient Storm League era chemical weapons. I guess the missing aid volunteers stumbled across the weapons and were taken hostage. The only hope to recover the volunteers is if we destroy the cache of chemical weapons. Doing so should hopefully put us in a strong position to negotiate the release of the hostages. Our employer Gut. Has okayed the use of airstrike on this mission. Stand by for strike confirmation. Ich würde sogar vermuten, dass wenn man hier in der Landschaft Caches findet, also diese Loot, die Ausrüstungsboxen, dass man da chemische Laser oder so drin findet, was tatsächlich ziemlich, ziemlich cool wäre. Denn die produzieren weniger Hitze, brauchen dafür Munition, okay, aber wäre okay für mich. Aber wir haben hier bis jetzt noch keinen gefunden. Deswegen auf die Basis. That Vito is on our list of targets. Let's make our quarter. Dann, ja, lasst uns den VTOL aus der Luft holen. Okay, haben sie direkt. Dammit. Daneben könnten wir jetzt hier wieder einmal treffen. Cool. Ja, mit Raketen auf fliegende Einheiten schießen. Muss ich noch ein bisschen üben. Wir können hier wieder unseren Airstrike anbringen. Da, haben wir. Ui, das hat gut Schaden gemacht diesmal. Diesmal war er besser platziert als in der letzten Mission. Haben wir. Weg damit. Okay, okay, okay. Jetzt wird es langsam unangenehm. Urban Mag. Hat nicht ganz gereicht. Ich glaube, ich sollte den Mag hier tatsächlich auf Dingens umrüsten. Auf normale KSRs, denn dadurch, dass die KSR 6 Torso-mounted ist, kann ich nicht so gut nachziehen, wie ich das gerne hätte. Machen wir. Oh, geil. Aber ich brauchte die Feuerkraft, um hier durchzukommen, tatsächlich. Anderweitig hätte ich es nicht geschafft. So. Wie toll aus dem Himmel gepustet. Okay. 6 von 25. Brauchen hier noch knappe 30%. Ja, dann wollen wir mal dafür sorgen, dass er komplett zusammenfällt, nicht wahr? Diese Schüsseln bringen immer extrem viel. 2% noch. Ja, hier durchlaufen sollte ich. Aua. Sollte es bringen. So. Und ab ins Landungsschiff. Easy Mission. Easy peasy.
Ja, okay. Also 17er Mission und 15er Mission sind auf jeden Fall innerhalb unseres Repertoires. Kriegen wir easy hin. Bleiben wir ein bisschen Reparaturen, aber solange nichts im Tunnel geht. This should be enough leverage for us. Hopefully, it's enough to secure the safe release of the hostages. Sehr nice. Das wäre nice. Da kam noch ein Mech. Aber wieder nur Urban Mechs. Ich will keine Urban Mechs. Ich will was anderes. Aber gut, wir müssen das nehmen, was wir bekommen. Und das sind Urban Mechs. Aber mit dem muss ich ja nicht spielen. sogar einer mit einer AK-20 Burstfeuer. Krass. Aber wir haben nicht genug Anteile. Diesmal haben wir die sogar ganz gelassen, ausnahmsweise mal. Ja gut, wir nehmen hier ein paar Laser mit. Dann ist gut. Ich weiß, wir werden alle Monate lang schlaflos sein, aufgrund der vielen Zivilisten, die ihr Leben gelassen haben. Aber wir waren das Gemeinwohl an diesem Tag. Wir haben das chemische Waffenlager erfolgreich gesichert und werden mit den richtigen Behörden arbeiten, in dem Bemühen, sie sicher zu entsorgen. Und den chemischen Waffen haben wir auch eine Vielzahl von Waffen der MEC-Ebene in schlechten Zuständen. Wir benötigen sie nicht, daher kannst du sie uns abnehmen. Nice. Okay. Hier sind aber gar keine chemischen Waffen dabei. Immerhin Stufe 6. Gut, nehmen wir. Cool, nice. Mech-Markt haben wir schon geschaut. Battle Max. Reparatur nötig. Den Kommando baue ich jetzt auf normale KSRs um. SRM und KSR 4 raus. Und dafür kriegst du eine große KSR 6 und eine KSR 4 2. Ja. Sind die besseren KSRs. Mehr Schaden, weniger Hitze. Win-win. Gut, man muss halt den Burst dann auch anbringen, aber das schaffen wir schon. Okay. Das sieht auch gut aus. Wie sieht's aus in Sansville, Haus Kurita? Okay. Und da hinten ist ein Industrial Hub und hier gäbe es Piratenjagd. Ich denke, wir können langsam aber sicher dann in diese Richtung gehen, wobei 5 bis 6 ist schon ganz schön hart, 3 bis 4. Gehen wir da lang und dann mal in den Industrial Hub. Aber das ist eine Geschichte für die nächste Folge, genau. Denn heute haben wir es geschafft. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt MechWarrior 5, ein wenig mit Mechs durch die Gegend rumtrampeln. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschö.